Marco? Marco? Ja, Bro, was ist los? Ich bin hier. Ah, da bist du. Ja. Warte, komm. Was machst du? Ja, Curls for the Girls, Alter. Anabolisches Licht nutzen. Ein bisschen was von der Naschbox. So. Oh yeah. Pump des Todes abgeholt. Oh shit. Ich bin voll käsig, Alter. Aber die Friese sitzt. Die Friese sitzt. Ja. Wir noch so einen kleinen Laden. So ein Fitness-Megastore in Siegen. Und haben den John noch einen ordentlichen Pump-Booster geholt. Weil er ja nochmal auf die Bühne muss. Und haben auch ein kleines Probekäckchen bekommen. Also. Cooler Typ. Und jetzt geht's zurück in die Halle zum John. Mal schauen, wie es ausschaut. Vielleicht hat er schon die Platzierung. Ja. Aber Finale safe. Finale safe. Finale safe. Ja, komm, hau raus. Machen wir nochmal Mode. Raus. Ja, dann bringst du nicht richtig raus, gell? Kriegst du nicht? Nee. Ist klar. Also, John ist im Finale, wieder fleißig im Laden hier mit. Gut. Wir warten halt jetzt, bis er im Finale dran ist. Es wird ca. 18 Uhr sowas, 18.15 Uhr. Und ja, er lädt jetzt weiter oder hält halt sein Pegel, was Kohlenhydrate Salz angeht und später gibt es noch mal einen ordentlichen Pump, also wird richtig hart abgerundet, dann sollte da auf jeden Fall, ja, ich sehe ihn ganz klar schlechtestenfalls zweiter Platz, also entweder gewinnt er das Ding oder wir holen die Pizza und ja, gefeiert wird auf jeden Fall, das steht mir fest. Ich bin mal wieder übelst motiviert jetzt schon von dem ganzen Wochenende hier. Die nächste Wettkampfvorbereitung. Die wird geil. Wir können da auf jeden Fall ja, auf einiges gespannt sein. We'll be right back.
Schönes Ding. Yeah. Schön. Ja, da ist der Kick, komm. Alter, was ist los, Mann? Verstehe ich nicht. Klasse, John! Ja? Bist du zufrieden? Geht's dir? Ja. Erster Verlierer ist immer gut. Erster Verlierer. Ja, ich hätte ihn vorhin gesehen, aber nee, wie gesagt. War ein gutes Start. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gegen Lasse Angelov verloren. Gegen Lasse Angelov verloren, was die Bauchmuskulatur betrifft. Jetzt gehen wir noch was essen. Ich denke, der braucht immer noch was. Kann auch was vertragen, ja. Wahrscheinlich in der Pizzeria. Und hallo! Hallo! Wir sind definitiv zufrieden, würde ich sagen. Ja, passt. 2 Jahre. Bodybuilding. Bodybuilding nebeneinander auf der Bühne. Also Leute, wieder 5 Stunden Fahrt. Ich bin durch. Feedback jetzt morgen. Wieder back im Game. Ausgeschlafen. Nach den letzten Strapazen jetzt am Wochenende. 2 Stunden am Freitag schlafen. Und 5 Stunden natürlich wieder heimfahren. Jetzt geht's wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt ein paar geile Einblicke ins Natural Bodybuilding bekommen. Ich kann euch nur empfehlen, so einen Wettkampf mal selber live anzusehen, weil auf Bilder kommt es einfach nie so rüber und die ganze Atmosphäre, das ist mega motivierend, wenn man den Sport betreibt. Auch für mich wieder jetzt, die nächste Wettkampfsaison ist schon wieder in Planung und ja, ich habe Bock drauf, noch mal eine ordentliche Form abzuliefern und falls euch das Video gefallen hat, wie immer Leute, lasst uns einen Daumen da, schreibt gerne auch in die Comments, was ihr vom Natural Bodybuilding und von solchen Wettkämpfen haltet, weil wir wissen ja, es ist halt mal ein Extremsport, mehr oder weniger, was auch die Ernährung und dann dementsprechend die Folgen auf euren Körper ja, nach sich zieht, aber es ist halt ein Hobby, ne? Und für sein Hobby tut man meist sehr viel. In dem Sinne, Leute, bleibt's dran, haut's rein, gibt's Gas, Puls.